Hallo! Ja, das gibt jetzt ein kurzes Video zur Elektromobilität. Ich bin gerade richtig angepisst. Ich bin vors Kaufland hingefahren, wollte an die Ladestation. Dann, ich blende euch mal kurz ein Foto dazu ein. Auf der linken Seite steht ein BMW, Verbrenner BMW. Auf der rechten Seite belegt die halbe Ladestation ein, was ist das, ein VW, glaub? Ein Passat, wenn ich mich nicht recht erinnere. Da belegt die Ladestation halb. Ich habe gerade noch so zwischen reingepasst, aber ich stehe halb da in der Straße drin, weil die Ladestation recht weit rausragt. Ja, während ich dann da stehe, gerade einstecke, kommt noch ein Tesla vorbei, möchte auch laden, dann sage ich, ja, guck's dir an, da parken zwei Verbrenner. Dann der Tesla-Fahrer geht rein ins Kaufland und lässt die Autos ausrufen, und während er den ausrufen lässt, kommt der BMW-Fahrer raus. War ein junger Typ, also schätze ich mal 25, 26, so die Ecke irgendwas. Seid ihr so, hier tut dich doch absolut scheiße, was du hier machst. Du parkst hier in einer Ladestation, hier hat so viele Parkplätze frei, also um die Uhrzeit nachts, da war nicht mehr viel belegt, da waren wirklich sehr viele Parkplätze frei auf dem Parkplatz hier im Kaufland. Sag ich, park doch irgendwo anders, du musst doch nicht hier an der Ladestation parken, an der Zapfsäule parkst du auch nicht. Und dann, ja, er hat ja auch ein Elektroauto, sei, heißt doch egal. Elektroauto hin oder her, das ist eine Ladestation und kein Parkplatz. Das ist auch kein Parkplatz für Elektroautos, sondern ist eine Ladestation. Ja, wer fährt auch elektrisch? Seid ihr doch ein Verbrenner? Erzähl mir doch keine Storys. Ja, ne, er hat auch einen Elektromotor drin. Also das ist so ein Plug-in-Hybrid mit 20, 30 Kilometer elektrischer Reichweite. Kannst du voll knicken. Die bekommen nicht mal ein E-Kennzeichen, weil sie eben so eine geringe Reichweite haben. Und dann fängt er noch mit mir an zu argumentieren, ja, Elektromobilität, das wird eh nie was werden, wenn jeder elektrisch fährt, so viel Strom gibt's doch gar nicht, aber das ist immer, das ist das typische Verbrennerdenken. Wenn er mal auf Google danach sucht, wie viel elektrische Energie zur Herstellung von Diesel oder Benzin benötigt wird, das ist Wahnsinn. Das heißt, mit der elektrischen Energie, was ein Verbrenner auf 100 Kilometer braucht, damit fahre ich auch mit einem Elektroauto 100 Kilometer weit ohne Probleme. Also ich brauche eigentlich nicht mehr Energie, wenn die ganzen Verbrenner wegfallen. Denn die Bohrinseln müssen das Erdöl erstmal raustransportieren. Dann wird es über elektrische Pumpen von der Bohrinsel in die Schiffe gepumpt. Dann über elektrische Pumpen wieder von den Schiffen in die Raffinerien gepumpt. Die Raffinerien brauchen wahnsinnig viel elektrischen Strom, um das Erdöl aufzubereiten und daraus Diesel und Benzin zu machen. Dann wird es wiederum über elektrische Pumpen in die Tankwagen gepumpt und teilweise über Pipelines elektrisch gepumpt über tausende Kilometer, und dann wird es wieder elektrisch vom Tankwagen in den Tank an der Tankstelle gepumpt und dort wieder elektrisch vom Tank in der Tankstelle ins Auto gepumpt. Also das steckt wahnsinnig viel elektrische Energie drin, bis der eine Liter Benzin oder Diesel, egal, bei einem Auto im Tank ist. Vom Bohrloch bis zum Tank steckt wahnsinnig viel elektrische Energie drin. Das fällt alles weg, wenn man elektrisch fährt. Und mit der Energie, was da in einem Liter steckt, fahre ich locker dieselbe Reichweite mit dem Elektroauto. Also man braucht eigentlich gar nicht mehr Energie. Nur dann fällt eben die ganze Umweltverschmutzung weg, der ganze Feinstaub fällt weg, die ganzen Emissionen in den Städten fallen weg. Das ist der große Vorteil. Und der Lärm fällt weg, weil ein Elektroauto ist halt mega leise im Vergleich zu einem Verbrenner. Aber jetzt kommen wieder dann die Verbrennerfahrer, ja, die sind viel zu leise, die hört man nicht. Ja. Und wenn man die nicht hören soll, deswegen macht man die hochklassigen, hochwertigen Verbrennerautos extra leise. Also würde man sagen, wenn da so ein S-Klasse Mercedes in der Stadt nebenher fährt, dann hörst du auch nicht. Der wird extra so leise gemacht, und dann beschweren sich die Verbrennerfans, dass die Elektroautos zu leise sind. Passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ja, also wie gesagt, irgendwelche Ignoranten, die einfach Ladesäulen blockieren und, oder mir egal, parkt doch auch keiner an der Zapfsäule und sagt, ja, ich park da mal in einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, komme ich wieder, wenn ich fertig bin mit Einkaufen. Da wird sich der Tankstellenpächter richtig drüber freuen, wenn ihm die ganzen Einnahmen rausgehen. Und die ganzen Leute, die dann tanken wollen, die würden sich auch tierisch aufregen. Also gut,
Soweit so gut und das ist Video. Danke fürs Zuschauen. Schreibt mir eure Kommentare gerne unterhalb in das Video rein. Würde mich freuen, darüber ein bisschen zu diskutieren, was ihr darüber denkt. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.